Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und manchmal braucht er Grips und Mut und muss sich ganz schön quälen. Wenn einer eine Reise tut, dann ist bei ihm was los. Und kommt er mal nach Lilliput, dann fühlt er sich ganz groß. Ja, Gulliver, du bist der Größte. Gulliver, du bist ein Ass. Alle deine Abenteuer machen einen Riesenspaß. Gulliver, du bist der Größte. Gulliver, sei auf der Hut. Schütze deine kleinen Freunde und mach's gut in Lilliput. Jedermann kennt mittlerweile meine Geschichte, die ja rund um die Welt gegangen ist. Aber sie wird doch immer wieder anders erzählt. Hier ist meine Version. Mein Vater und ich waren unterwegs zu einer unbekannten Insel in der Südsee. In einer stürmischen Nacht, in der ich nur mühsam Schlaf gefunden hatte, wurde ich plötzlich durch unseren Shaggy ziemlich unsanft geweckt. Shaggy, was ist los? Dad, alles in Ordnung? Ja, aber wer der Bursche auch war, er hat einen verflixt kräftigen Schlag. Hast du ihn denn nicht erkannt? Nein, es war zu dunkel. Aber das muss der Kerl sein, der hinter den Unfällen steckt. Unfälle? Was für Unfälle? Ich hab's dir gar nicht erzählt, um dich nicht zu beunruhigen. Es war gestern Abend. Ich war noch mal an Deck gegangen, um frische Luft zu schnappen. Und plötzlich knallt ein Stück Takelage runter. Und verfehlt mich um Haaresbreite. Ja, und am Nachmittag hatte ich unter Deck unsere Ausrüstung überprüft. Da traf mich ein Schlag. Als ich wieder zu mir kam, sah ich einen Flaschenzug, der hin und her baumelte. Ich dachte, der hätte mich getroffen. Aber nach dem Überfall heute Nacht bin ich sicher, dass das keine Unfälle waren. Ja, aber wieso? Was ist der Grund, Dad? Ich glaube, ich kenne den Grund. Es geht um das Ziel unserer Reise, das du auch noch nicht kennst. Nein, Shaggy kennt es auch nicht. Ich denke, wir suchen nach einer verschollenen Insel. Oh ja, aber nicht nur das. Irgendwo auf dieser Insel liegt ein vergrabener Schatz, der uns reich machen wird. Und diese Karte zeigt genau, wo wir ihn finden. Dann kennt jemand dein Geheimnis. Und der will uns die Karte abjagen. Ganz recht. Und ich glaube, wir müssen uns vor diesem jemand ganz schön in Acht nehmen. Der Kerl wird vor nichts zurückschrecken. Ja, wir haben ja so recht, Mr. Gulliver. Wir sitzen auf Grund. So ein Mist. Jemand hat die Tür versperrt. Lass doch die Tür, wir können durchs Bullauge. Los, Shaggy, jetzt du. Da. Die Zeit wird knapp, Shaggy. Ich glaube, du übernimmst jetzt besser den Plan. Bei dir ist der sichere. So, und jetzt nichts wie raus mit dir. Mach's gut. Schön hier geblieben und ganz brav sein, Mr. Gulliver. Also, Sie sind es, Leech? Ja. So, und jetzt her mit dem Plan. Nein! Dad! Dad! Wo wir hier sind. Es ist so heiß. Und ich habe Durst. Hoffentlich kommen wir bald an Land. Eine Insel! Halt dich fest, Shaggy! Wir haben's geschafft. Oh, sieh!
Sieh doch nur, diese Riesenspur. Ungeheuer. Warte. Oder willst du sie aufwecken? Mm-mm. Ganz schnell, hol den König. Wo sind denn diese? Oh, das ist doch... Oh, du hast ja recht, das sind ja riesige Giganten. Und was sollen wir tun, Euer Majestät? Das ist eine gute Frage. Wir werden sie gefangen nehmen. Jawohl, genau das werden wir tun. Fesselt die beiden. Sehr gut, wirklich. Aber hoffentlich werden die Seile auch halten. Jede Wette, Majestät. Diese Fesseln zerreißen sie nie. Hey, wer seid ihr? Nur keine Angst. Sie wachen nur auf. Was ist denn los hier? Und schon sind sie frei. Sie werden uns angreifen. Ruft die Armee, die Marine, die königlichen Bogenschützen, aber haltet sie auf. Hey, au, hört auf, lasst doch den Blödsinn. Nun hört schon auf, was soll das? Ergebt ihr euch, ihr Fleischberge? Okay, wir ergeben uns. Und was machen wir jetzt, Majestät? Jetzt? Ach ja, jetzt. Jetzt wird verhandelt über die bedingungslose Übergabe. Sendet ihnen die Unterhändler. Ich glaube, mit dieser Mission machen wir den größten Fehler unseres Lebens. Ihr werdet schon sehen. Keine Sorge, Glum. Ich bin schon mit ganz anderen Typen fertig geworden. Schon gut. Aber vergiss nicht, dass ich die Verhandlungen führe, du Superheld. Na also, das ist schon besser. Macht uns ein Friedensangebot. Riese, wir haben mit dir zu reden. Sprich weiter, na weiter. Ja, also König Pomp schickt uns und lässt euch sagen, dass ihr unsere Gefangenen seid. Und jetzt folgt uns unauffällig. Hört mal zu, Jungs. Sagt eurem König, dass wir nichts weiter wollen als... Ich wusste es, es ist eine Falle. Das war die Entscheidung. Den Fleischbergen kann man nicht trauen. Eröffnet das Feuer mit den königlichen Kanonen. Nein, nicht. Man wird doch noch niesen dürfen. Shaggy, pass auf! Bleib still liegen. Mal sehen, was sie machen. Wie machen wir ihn unschädlich? Ich glaube nicht, dass er gefährlich ist. Wer so toll aussieht wie der, der kann nicht böse sein. Ich gehe mal zu ihm. Dankeschön. Vielen Dank, kleines Fräulein. Du darfst mich Patricia nennen. Oh! Pass auf, Patricia! Er bewegt sich. Richtet die Kanonen! Wartet, ich helfe euch dabei. Hast du das gesehen, Bunko? Ja, aber die richten die Kanonen ja auf sich selbst. Glaubt ihr jetzt, dass wir Frieden wollen? Ja, also gut. Dann erzählt uns mal, wenn ihr so freundlich und friedlich seid, warum seid ihr bei uns eingedrungen? Aber wir sind nicht eingedrungen. Und ich fürchte, wir haben uns hoffnungslos verirrt. Ihr habt euch überhaupt nicht verirrt. Wir wissen genau, wo du bist. Ja, jeder weiß, wo ihr seid. Ihr seid im Königreich von Lilliput. Lilliput? Das könnte die verschollene Insel sein, die mein Vater gesucht hat. Vielleicht hat es ihn ja auch an Land gespült. Ich gehe gleich los und suche nach ihm. Das lass lieber bleiben. Das Land ist sehr gefährlich. Es wird von vielen Untieren beherrscht. Eger hat recht. Bleib doch bei uns, Gulliver. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Los, komm, Shaggy. Und nun? Vielleicht sollten wir ihn besser begleiten. Ja, er ist hilflos ohne uns. Nun, ich denke, wir werden alle wesentlich ruhiger schlafen ohne ihn. Wir haben wohl kein Glück. Es sieht leider so aus, als wären wir die einzigen Überlebenden. Vielleicht ist da drüben etwas, auf der anderen Seite. Na komm, wir müssen beide weitersuchen. Ja!
ein Riesenfalke. Er sieht nicht sehr freundlich aus. Geh in Deckung, Shaggy! Ich glaube, der wollte nur wissen, wer wir sind. Der muss hinter was anderem her sein. Majestät, der Riesenvogel kommt! Alle auf die Plätze zur Verteidigung der Stadt! Shaggy, hör doch! Kanonen! Unsere kleinen Freunde haben Ärger. Komm, wir gehen zurück. Sehr gut, ihr beiden. Haltet den Stein schön fest. Das klappt doch nie. Fein. War gar nicht schlecht. Ihr braucht nur noch ein bisschen Übung. Mehr Kanonen! Viel mehr Kanonen! Und wo bleibt die königliche Kavallerie? Oh nein! Der Galgenvogel stiehlt unseren König! Du siehst, es ist vollkommen hoffnungslos. Nicht einmal du könntest das Vogelnest erreichen. Vielleicht hast du recht, aber versuchen will ich es trotzdem. Aber dann gehen wir mit. Ja! Nein. Ihr werdet hierbleiben, meine kleinen Freunde, wo ihr hingehört. Also los, ab mit euch. Dann bin ich beleidigt. Der Horst muss irgendwo da oben sein, Shaggy. Na, dann wollen wir mal. Na, das wird aber Zeit, dass du kommst. Wo hast du denn so lange gesteckt? Es war ein bisschen schwierig, Euer Majestät. Naja, Hauptsache, du bist jetzt da. Wir wollen uns aber beeilen, bevor wir Besuch bekommen. Macht es euch bequem, königliche Hoheit. Vorsicht, der Vogel! Er ist schneller als wir. Mal sehen, vielleicht ist das eine Lösung. Festhalten, Majestät, der Alpenexpress fährt sofort ab. Oh, Vorsicht! Ich denke, er hat sich für immer verabschiedet, Sir. Sir, Sir, König Pomp. Ich bin hier unten. Was machst du denn da oben? Warum kümmert sich keiner um mich? Oh, Verzeihung, Majestät. Und so verleihe ich euch beiden für eure mutige Tat den königlichen Verdienstorden des Vereinigten Vater- und Mutterlandes Lilliput. Vielen Dank, Sir. Und solange ihr auf dieser Insel bleiben wollt, ist das Königreich Lilliput eure Heimat, euer Zuhause. Ja! 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 Seht mal, was ich gefunden habe. Die Uhr meines Vaters. Das ist wirklich ein schöner Tag. Na dann los, suchen wir deinen Vater. Worauf warten wir noch? Mach's weiter gut. Auf beim nächsten Abenteuer schauen wir gern nach Lilliput. Es beißt einer an! Wird aber auch Zeit. Wir sitzen schon den ganzen Vormittag hier. Gut so, aber lass ihn erst den Köder nehmen. Ach, der hat in seinem ganzen Leben noch keinen Fisch gefangen. Aber diesmal habe ich Glück, ich fühle es. Wow, ich habe ihn! So ein Mist. Wenn sie nicht gerissen wäre, hätte ich den Burschen gehabt.
Was ist das? Ach, das ist nur die Spur von einem Riesen. Die Spur von einem Riesen! Hey, hey, seht mal hierher! Seht doch mal her! Da ist ein Riese langgelaufen! Ha, ich weiß, wer es gewesen ist. Der Vater von Gulliver. Da ist überhaupt kein Zweifel. Hier ist vor kurzem mein Mann langgegangen. Und du denkst auch, es war dein Vater? Ja, ich hoffe es. Ja. Tja, Shaggy. Die Spur scheint hier zu Ende zu sein. Die Flut hat die Spuren weggewaschen. Wenn ich nur wüsste, wo sie uns hingeführt hätte. Und was machen wir jetzt, Gulliver? Wir werden uns trennen. Ihr geht mit Shaggy und sucht in den Clip. Ich gehe weiter am Strand entlang. Wenn ihr etwas seht, dann ruft mich. Alles klar. Lass uns gehen. Die Spuren. Wie gut, ich habe sie wiedergefunden. Dad! Dad! Tut mir leid, mein Lieber. Es ist nur meine Wenigkeit, Kapitän Leach. Oh, es freut mich, dass Sie den Schiffbruch auch überlebt haben, Captain Leach. Ich dachte nur, es wären die Fußspuren meines Vaters. Dann ist also dein Vater hier auf der Insel? Ja, irgendwo hier. Na, da bin ich ja froh, dass er es auch geschafft hat. Dann wird es ihn ja freuen, dass du den Plan vom Schatz in Sicherheit gebracht hast. Die Schatzkarte? Nein, die habe ich nicht. Hey, woher wissen Sie von dieser Karte? Dein Vater hat mir davon erzählt. Mein Vater hat zu keinem darüber gesprochen. Na, dann erzähle ich dir etwas, mein Söhnchen. Her mit der Karte. Aber wie denn? Ich hab sie nicht. Oh ja, du hast sie. Bevor ich vom Schiff ging, habe ich deinen Vater durchsucht. Oh. Er hatte sie nicht. Und jetzt sage ich dir zum letzten Mal, her mit der Karte. Lass sie fallen, Seemann. Piraten? Ei, ei, Sir. Lass sie fallen und spiel hier nicht den Helden, wenn du am Leben bleiben möchtest. Ich geh mal und hol Cutler. Ihn wird das hier auch interessieren. Aha. Naja, wie es scheint, haben wir doch da zwei neue, kräftige Vollmatrosen gefunden. Eine willkommene Bereicherung meiner Crew. Bringt sie an Bord. Mich bringt keiner irgendwo hin. Hey, Schüsse. Das kam vom Strand. Gulliver hat vielleicht Schwierigkeiten. Lasst uns sehen. Schon wieder Schüsse. Macht schnell. Ein Piratenschiff. Und seht nur, sie haben Gulliver. Da erhebt sich die Frage, was nun? Ich schlage vor, wir warten, bis es dunkel geworden ist und gucken uns dann die Geschichte aus der Nähe an. Wie lange wollt ihr mich denn hier drin noch schmoren lassen? Bis der Kapitän gute Laune hat und dich sehen will. Und das kann lange dauern. Ich verspreche es Ihnen, Kapitän. Wenn Sie mich laufen lassen, dann beteilige ich Sie zur Hälfte an dem vergrabenen Schatz. Das lässt sich hören. Und du weißt auch, wo er steckt? Noch nicht, aber ich weiß, wer es weiß. Aber bevor ich hier noch ein einziges Wörtchen sage, will ich erst Ihr Wort, dass ich frei bin. Einverstanden. Und nun raus damit. Wer ist derjenige, der weiß, wo der Schatz vergraben ist? Der junge Gulliver ist es, den Sie unten im Laderaum haben. Dann fragen wir ihn. Er wird reden und sterben. Das hätten wir geschafft. Ja, so weit, so gut. Ja, aber wie kommen wir nun an Bord? Ganz einfach. Wir nehmen den Weg über die Ankerkette und... Psst! Die Wache. Also dann los. Und was machen wir mit Shaggy? Das überlasst nur mir. Da seht ihr, Leute, es scheint, dass wir Glück haben. Da ist die Wache und wir schnappen unser Seil. Fertig, Prinzessin. Alles klar. Jetzt. Oh. Ich denke, runter von Bord wird es leichter gehen. Du hast genau 30 Minuten, um dir zu überlegen, wo der Schatz vergraben ist. Wenn es dir nicht einfällt, gehst du schwimmen mit einem Anker am Bein und fest verschnürt. Was machen wir mit ihm, wenn er geredet hat, Captain? Dann geht er mit meinem Partner Captain Leach als freier Mann über Bord zu den Fischen. Was ist da unten? Kannst du nicht gucken? Das ist die Küche. Komm, es ist niemand drin. Das ist eine Chance, unter Deck zu kommen. Also los. Und welchen Weg jetzt? Durch diese Tür.
Passt auf, es kommt jemand. Oh. So ein Pech. Der sitzt genau vor der Tür und bildet sich. Geschichten von Meeresgespenstern. Das wird wohl dauern. Fällt euch was ein? Ich glaube fast, wir müssen umdrehen. Habt ihr das gesehen? Ja, er fährt vor Schreck fast aus der eigenen Haut. Na, solche Gespenstergeschichten können einem aber auch Angst machen. Das ist es. Was ist was? Geister. Hört zu. Junge, ist er getürmt? Hat gezittert wie Wackelpeter und voll durch die Tür. Operation Geisterfalle war ein voller Erfolg. Los jetzt, lasst uns Gulliver finden. Ich sage dir, Captain Cutler verschwendet nur seine Zeit. Ich weiß wirklich nicht, wo der Schatz vergraben ist. Das kannst du ihm bald selber sagen. Deine 30 Minuten Frist ist gleich abgelaufen. Hey! Oh. Volltreffer! Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber ihr kommt genau zur rechten Zeit. Also los, meine Freunde. Nichts wie weg hier. Halt, Gulliver. Dich brauchen wir hier noch. Schnell, lauft, was ihr könnt. Los, feuer! Passt auf, Vorsicht! Der Junge ist geflohen. Warte nur, ich kriege ihn. Greift ihn, ich will ihn lebend haben. Los, hinterher, den Mast drauf. Bewegt euch ein bisschen schneller. Schneller, habe ich gesagt. Das ist unser Gulliver. Er ist einfach wundervoll. Was haben wir denn hier? Oh nein. Sind das vielleicht vier Lilliputters? Was mache ich bloß? Und damit verabschieden sich Kapitän Cutler und seine Crew. Und du kannst jetzt langsam aber sicher auch an deinen Abschied denken. Das werden sie doch nicht tun. Oh ja, also endlich her mit der Karte. Gut gemacht, Shaggy. Lass mich los! Lass mich los! Vielleicht sollten wir jetzt das Schiff verlassen. Richtig, aber erst noch eine Kleinigkeit. Das wird uns einen vernünftigen Vorsprung sichern. So, und jetzt können wir gehen. Das wirst du bereuen, Gulliver, das kann ich dir schwören. In die Boote, Männer! Jetzt haben wir erstmal Ruhe, aber irgendwann werden sie ihre Boote wohl wieder flott gemacht haben.
Wir brauchen noch eine andere Idee. Hey, ich hab vielleicht eine. Seeleute sind zwar sehr abergläubisch, aber ob das wohl klappt? Hoffen wir das Beste. Es wird schon. Schneller, schneller! Alles klar. Zündet die Kerzen an. Kapitän, da vorne! Was ist das? Geister, Dämonen! Ich hab's ja gesagt, in diesen Gewässern spukt es! Zurück zum Schiff, aber schnell! Samt dem lieben Kapitän Leach. Ja! Ja, Gulliver, du bist der Größte. Das denkst du dir so, Levi, Gulliver. Du und das kleine Gesindel, ihr werdet in Zukunft noch viel Freude haben an Kapitän John Leach. Nach Lilliput. Wir kommen genau richtig, Thor. Die Stadt schläft tief und fest. Gut, wir greifen sofort an. Gib das Zeichen. Feuer! Was soll der Lärm hier? Wer wagt es und weckt König Po? Das ist Thor und seine Wikingerbande. Unsere Treffer sitzen gut, was? Ja, und diesmal wird es keinen Widerstand geben. Die Stadt gehört uns. Du Shaggy, was ist los? Hallo, das klingt nach Überfall. Es kommt aus Richtung Lilliput. Los, komm, Shaggy. Ich glaube, die brauchen Hilfe. Komm schnell, Shaggy. Schneller, Glum, der Ballon soll gleich aufsteigen. Er kommt doch nicht hoch. Das klappt doch nie. Vorsicht! Bravo, jetzt ist die Karre voll. Eine geniale Erfindung. Sie bringen die Steine. Vorsicht! Oh! 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 Also ich muss gestehen, eure Methode, den Ballon zu beladen, ist eigentlich ganz pfiffig. Nun aber nicht müde werden. Die Klamotten müssen auf dem schnellsten Weg in die Luft. Sofort! Ich bin ja sehr gespannt, ob das funktioniert. Es funktioniert hervorragend, du wirst sehen. Wenn der Ballon erstmal über den Schiffen ist, dann müssen wir nur noch an diesem Seil ziehen. Schon geht das kleine Türchen auf und der ganze Segen kommt von oben. Kapiert? Das klappt nie im Leben. Ich spür's im großen Zeh. Schnell weg! Oh! Rein konstruktiv hat es geklappt. Sie können uns nicht aufhalten. Wir werden die Stadt im Sturm erobern. Eure Reise wird bald zu Ende sein. Oh, wer war das? Na, rate mal. Guck mal hier rauf. Ein Riese! Eröffnet das Feuer auf den Fleischberg! Sie gehen aber ran. Feige sind sie nicht. Geh zurück, Shaggy. Wir müssen das anders machen.
Pass auf, jetzt werden sie seekrank. Achtung, eine Flutwelle! Gulliver hat die Wikinger vertrieben. Wir danken dir sehr, Gulliver. Die Wikinger sind unsere ältesten Feinde. Ja, und sie kommen immer wieder aus ihren Schlupfwinkeln. Und der alte Thor, der Obergangster, will die Regierungsgewalt bei uns übernehmen. Die Regierung von Lilliput kann wieder ruhig schlafen. Und wenn es euch beruhigt, ich bleibe in der Nähe. Noch so ein Riese. Los, gebt Feuer! Nicht, der macht uns fertig. Hält das Feuer ein, Kameraden. Kapitän Leach ist auf eurer Seite. Ist das dein Ernst? Ja, ich habe die Schlacht mit angesehen. Der junge Gulliver hat euch glatt um euren Sieg gebracht. Gulliver? Das wird wohl der andere Riese sein. Richtig, und jetzt habt ihr mit ihm ein Hühnchen zu rupfen und ich auch. Und deshalb schlage ich euch einen kleinen Handel vor. Was denn für einen Handel? Ein Geschäft, an dem wir beide gewinnen. Ich helfe euch gegen Lilliput und ihr helft mir, dass wir etwas finden. Wir nehmen Ihr Angebot an, Kapitän Leach. Gut, dann werden wir beide schon sehr bald sehr zufrieden sein. Und nicht vergessen, so wie ihr die Karte habt, bringt ihr sie sofort zu mir. Habt keine Angst, ich bin ganz in eurer Nähe. Ein Wikinger hat niemals Angst, ist das klar, Kapitän Leach? Recht so, mein kleiner Held. Hallo, Bunko. Wie weit bist du mit den Plänen für deinen neuen Ballon? Danke, ich bin zufrieden. Ich glaube, die Fehlerquelle habe ich gefunden. Das nächste Mal lassen wir Glum zu Hause. Sehr witzig, wirklich witzig. Ich glaube, wenn der König den neuen Ballon sieht, macht er ihn zum General. Mit 3 Sternen. Hoffen wir das Beste, meine Freunde. Und ich kann ja wohl beruhigt schlafen. Gute Nacht, Gulliver. Gute Nacht. Schlaf gut. Danke, du auch. Los, er schläft fest. Macht schnell, aber seid vorsichtig. Wir haben wirklich jeden Winkel durchstöbert. Aber er hat diese komische Karte offenbar nicht bei sich. Wir müssen sie finden. Darauf ist unser ganzer Plan aufgebaut. Achtung, wir werden beobachtet. Wer ist da? Bunko, Bunko, bist du's? Bunko, Bunko! Sie kämpft wie eine Wildkatze. Der Hund vom Fleischberg ist wach. Los, nimm sie mit. Beeil dich, wir müssen weg hier. Was ist das? Ach, sieh mal an, die Wikinger waren hier. Ich fürchte, sie haben die Prinzessin entführt. Dann werde ich die ganze Armee mobilisieren. Wir finden sie. Das Ganze sieht sehr nach einer Falle aus. Shaggy und ich werden sie suchen gehen. Dann solltest du keine Zeit mehr verlieren. Ja, geh schon. Wir halten hier die Stellung. Und haltet die Augen offen. Die Wikinger führen irgendetwas im Schilde. Was soll das heißen? Ihr konntet die Karte nicht finden. Dieses lästige Ding hat uns gestört, und zwar bevor wir unsere Sache beenden konnten. Sieh da. Wenn das mal nicht Gullivers kleine Freundin ist. Kapitän Leach, naja, das hätte ich mir denken können, dass Sie hinter der Gemeinheit stecken. Ja, und jetzt, wo du unsere Gefangene bist, wirst du uns bei der nächsten Gemeinheit hilfreich zur Seite stehen. Richtig schön helfen wirst du uns. Da habt ihr euch aber gründlich verrechnet, Kapitän Leach. Na, das wollen wir doch mal abwarten. Bringt sie weg. Gulliver wird gleich hier sein und wir wollen für seinen Empfang alles vorbereiten. Bleib dran, Shaggy. Halte die Fährte. Da sind sie. Sie ankern in einer verborgenen Bucht. Wahrscheinlich halten sie die Prinzessin an Bord gefangen. Richtig, Fleischberg. Und unser nächster Gefangener bist du. Du machst wohl kleine Wikinger-Scherze, du Winzling. Na, dann lach doch mal.
Aber ich glaube, mein kleiner Gulliver, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Seht mal da, da kommt Shaggy. Ich glaube, er braucht Hilfe. Da muss sofort etwas unternommen werden, sofort. Gut, ich hole den König. Warte, warte, nicht so schnell. Gulliver hat gesagt, der König bleibt hier. Na und was soll's, wir drei schaffen das wohl allein. Da sind die Wikinger-Schiffe, aber keine Spur von Gulliver. Guck doch mal genau, da ist was unten am Mast. Das ist ja die Prinzessin. Da gibt es Arbeit für uns. Habt ihr eine Idee? Na, ich weiß schon, wie wir es machen. Hört mal zu, wir machen das so. Etwas weiter rechts. So, ja, gut, lass uns runter. Prima, Shaggy. Jetzt geh zurück und mach keinen Krach. So weit wären wir erstmal. Sie werden uns kriegen. Ich weiß, dass sie uns kriegen. Psst. Wir brauchen die Uniformen von denen. Wenn's weiter nichts ist. Sitzt nicht gerade nach Maß, aber dafür reicht's. Na kommt, gehen wir mal die Prinzessin erschrecken. Na ihr Strolche, was wollt ihr? Gell, da schaust, wir sind's. Eger? Brunko? Glum? Ich wusste, ihr würdet kommen. Wo ist Gulliver? Keine Ahnung, aber jetzt wollen wir dich erstmal hier rausholen. So, das wär's dann wohl. Ein paar Tage hier ohne Wasser und Brot, das wird deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Du wirst noch dankbar sein, wenn du erzählen darfst, wo die Karte ist. Reden Sie nur, Sie machen mir keine Angst. Wart nur ab, Gulliver, wir werden ja sehen. Das ist doch Kapitän Leach. Dann wird Gulliver auch nicht weit sein. Also ihr habt wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Erst holt ihr die Prinzessin vom Schiff, dann mich hier aus der Höhle. Aber ohne unseren lieben Shaggy hätten wir keinen von euch gefunden. Aber jetzt müssen wir uns schleunigst um Kapitän Leach und die Wikinger kümmern. Allerdings ja. Denn wenn Leach ihnen weiterhilft, dann werden die Wikinger bestimmt nochmal angreifen. Wir müssen überlegen, wie wir ihnen zuvorkommen. Na, dann überleg mal schnell, denn der liebe Leach kommt gerade. Ja, tatsächlich, da ist er. Schnell, versteckt euch. Hey, was ist hier los? Er ist abgehauen. Na, sehr weit kann er ja nicht sein. Stimmt genau, Leach. Ich bleib in deiner Nähe. Das wirst du mir büßen, du Strolch. Ich komm dir auf halbem Weg entgegen. Ja, da ist die Tür, Gulliver. Los. Vorsicht, Gulliver. Oh, er ist verletzt. Wir müssen ihm helfen. Shaggy, fass ihn. Du bist erledigt, Gulliver. Hey, was los? Jetzt bist du geliefert. Gib auf, Leach. Du bist umzingelt. Lass los, du Mistvieh, du Elendes. Feste Shaggy. Was ist denn das? Janu, was steckt denn da an seinem Halsband? Der Plan. Na, da soll mich doch gleich. Den hat die ganze Zeit der Köter mit sich rumgeschleppt. Shaggy, hol ihn dir. Renne, Shaggy, renne! Komm zurück, du Mistköter! Komm sofort zurück! Da seht nur, die Wikinger kommen zurück! Na, lass sie nur kommen! Die wissen doch nicht, was los ist bei uns! Also, dann werden wir ihnen den Spaß mal gründlich verderben. Los, kommt! Gehen wir zurück nach Lilliput. Uns wird schon das Richtige einfallen.
Ich glaube, Bunkos Plan ist sehr gut, Majestät. Bist du auch sicher, dass er funktioniert, Gulliver? Keine Bedenken, Majestät. Allerdings brauchen wir die Hilfe von ganz Lilliput. Dann bei meinem königlichen Wort werdet ihr sie haben. Alles klar. Okay, Bunko, roll die Ballons aus. Jetzt gibt es Arbeit. Zu Befehl, Sir. Nicht nachlassen! Das Netz ist fertig! Ich bin bereit! Ich auch! Auf geht's, die Leinen los! Das klappt ja wie bestellt. Da kommen unsere Seehelden. Ich gehe in Deckung. Runter mit dem Netz! Diesmal klappt es. Was ist passiert? Wer schmeißt denn hier mit Netzen? Sieht fast so aus, als hätten wir da einen fetten Fisch gefangen. Gulliver, lass uns hier raus. Wir fahren auch friedlich zurück in den Norden. Aber nur, wenn du versprichst, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen und nie mehr wiederzukommen. Ja, ja, es soll alles so sein. Einverstanden. Aber lass uns hier raus. Und wenn ihr diese Straße fertig habt, dann geht ihr sofort an die nächste. Es sind noch 20. Mein armer Rücken. Oh. Hoffen wir, dass wir diese Herrschaften nie wiedersehen. Da bin ich ganz sicher, meine Freunde. Die kommen nicht wieder. Aber was mir dabei einfällt, Gulliver, wenn die nicht gewesen wären, hätten wir deine Schatzkarte vielleicht nie gefunden. Das mag sein. Und jetzt hoffe ich, dass mich die Karte zu meinem Vater führt. Mach's weiter gut, auch beim nächsten Abenteuer schauen wir gern nach Lilliput. Also los, Shaggy, lass uns gehen. Wir haben einen verflixt weiten Weg vor uns, quer über die Insel. Wir müssen unbedingt ein Straußenei finden für unsere kleinen Freunde, für morgen, zu ihrem Festtag. Bin gespannt, wie es aussieht auf der anderen Seite. Wird Zeit, dass wir da auch mal hinkommen. Vielleicht finden wir da eine Spur von meinem Vater. Hoffen wir es. Wo will der denn hin, schon so früh am Morgen? Er ist nicht da. Und der Hund ist auch weg. Ich glaube, Gulliver hat unsere Verabredung vergessen. Glaube ich nicht, aber vielleicht ist er verhindert. Gulliver wird schon wissen, was er macht. Vielleicht hat er auch eine Spur von seinem Vater gefunden. Ich hab's euch ja gleich gesagt. Wir kriegen nie ein Straußenei. Ich hab's gewusst. Na, das ging ja schneller, als ich dachte. Aber hoffentlich finden wir jetzt auch, was wir suchen. Hoffentlich. Ich werde dir bei der Schatzsuche behilflich sein. Nur weiter so, klein Gulliver. Du wirst schon finden, was wir suchen. Hey, immer mit der Ruhe, Shaggy. Du hängst mich ab. Was ist denn jetzt passiert? Was hast du denn? Oh, weia, Treibsand. Warte, Shaggy, ich komme. Ich hol dich hier schon raus. Komm ein bisschen näher. Da! Oh nein, jetzt hängen sie beide da drin. Strampel doch nicht so, Shaggy. Du machst die Sache ja nur schlimmer. Wir müssen uns ganz vorsichtig bewegen. Fein, das hat mir gerade gefehlt. Wenn ich ihm helfe, weiß er, dass ich hinter ihm her bin. Na los, Gulliver, lass dir was einfallen und komm da raus. Wenn ich nur ein bisschen weiter ran könnte. Jetzt sind wir draußen. Er hat's tatsächlich geschafft, mitsamt dem Knochenfresser. Na gut, ihr zwei Helden, dann sucht mal schön weiter. Du bleibst jetzt ganz in der Nähe. Hast du verstanden? Recht so. Auch ich bleib ganz in deiner Nähe, wie ein folgsamer Hund. Tut mir leid, aber ich kann das Kennzeichen nicht finden. Diesen Baum mit dem Loch in der Mitte. Bunko sagt, er würde hier irgendwo auf dem Steilhang stehen. Und nur von da aus finden wir die Richtung zu dem zweiten Kennzeichen. Warte mal. Was treibt er denn jetzt wieder? Na, mach schon. Na, mach schon, beeil dich. Wir werden hier noch Wurzeln schlagen, aber ich spüre es in allen Knochen. Heute werde ich den Schatz in der Tasche haben. Vielleicht haben wir Bunko doch nicht ganz richtig verstanden, weißt du? Hier, Shaggy, bring die Nachricht unseren kleinen Freunden. Und am besten bringst du Bunko und die anderen mit her. Sonst finden wir das Straußenei nie. Also los, ab nach Lilliput.
bringt denn jetzt die Töle hin? Na, ist ja auch egal. Ich bleib bei meinem Gulliver bis zum Schluss. Dann werde ich mich inzwischen hier noch ein bisschen umschauen. Hey, da ist ja der Baum. Warum nicht gleich so? Shaggy! Shaggy! Hörst du mich? Nein, der ist schon über alle Berge. Na, dann werde ich erst mal allein weitermachen. Lass dich nur nicht entmutigen, mein Söhnchen. Ich bleibe bei dir. Das war doch Gulliver. Er ist weg. Wo ist er hin? Er war doch gerade noch hier. Hier ist was passiert. Auch das noch. Hoffentlich nur bewusstlos. Ungeschickt lässt grüßen. Der kommt doch da nie wieder alleine raus. Aber ich kann mich von ihm nicht trennen. Mein Schätzchen muss mich doch zum Schatz führen. Na, er kommt wieder zu sich. Wie um alles in der Welt bin ich denn hier wieder raufgekommen? Ich bin doch abgestürzt. Ich erinnere mich genau. Ach, er steht wieder auf. Er ist okay. Da ist der Felsen. Genauso wie es Bunko beschrieben hat. Aha, jetzt scheint es vorwärts zu gehen. Es sieht mir ganz danach aus, als würden wir nun bald fündig werden. Die Alarmglocke. Da ist doch was los. Ich wusste, es würde was passieren. Ich wusste es. Unser Wetterexperte hat gemeldet, dass ein entsetzlicher Hurrikan auf dem Weg zu uns ist. Aber nur keine Panik. Die ganze Wucht trifft in erster Linie die andere Seite der Insel. Hey, seht mal, Shaggy. Wo kommt er her? Er hat einen Zettel im Halsband. Bestimmt schlechte Nachrichten. Zieh doch fester, fester. Das ist leicht gesagt. Breitet die Nachricht aus. Kann das Ei nicht finden. Bitte kommt mit Shaggy her und helft mir suchen. Lemmy. Oh nein, das bedeutet, Lemmy ist auf der anderen Inselseite. Ja, und der Hurrikan wird bald da sein. Ich wusste ja, es würde etwas schief gehen. Ich wusste es. Keiner kann ungeschützt einem solchen Sturm widerstehen. Wir müssen ihn warnen, er weiß ja noch nichts davon. Ich bezweifle, dass wir da noch rechtzeitig hinkommen, aber versuchen wir es. Das ist überhaupt keine Frage, beeilen wir uns. Alle sofort aufsitzen. Wir werden zu spät kommen. Das klappt niemals. Also los, Shaggy, mit äußerster Kraft voraus. Bleib nicht stehen. Keine Müdigkeit. Los, schwing die Keulen. Da ist der geteilte Baum. Das ist die nächste Markierung. Jetzt muss ich ganz in der Nähe sein. Hey, was kommt denn da für eine Bestie aus dem Gebüsch? Ui, ein wild gewordenes Wildschwein. Es geht genau auf Gulliver los. Ein Eber! Wenn der ihn auf die Hauer nimmt, kann ich mir meinen Schatz in den Wind schreiben. Hallo! So, da hat Gulliver wieder mal Schwein gehabt. Den sind wir los. Na, der hat sich's wohl plötzlich anders überlegt. Aber ich bin wirklich nicht traurig drüber. Sie haben gesagt, wenn man durch die Gabel sieht, erkennt man den nächsten Markierungspunkt. Genau, da ist er. Ein hohler Stamm. Ich will mich beeilen. Es sieht nicht gut aus. Es gibt Sturm. Das muss der Punkt sein, wo ihn Gulliver weggeschickt hat. Aber wo ist er? Seht da! Der Hurrikan! Er ist gleich hier! Ich hab's ja gleich gewusst. Wir werden es nicht schaffen. Du musst ihn finden, Shaggy. Vorwärts! Gulliver ist sicher schon über den Fluss. Wir werden das nicht schaffen. Niemals. Wir müssen einen Unterschlupf finden. Ah, ah, ah.
Hier warten wir, bis der Sturm vorüber ist. Wie wird es Gulliver gehen? Der ist hin. Der ist rettungslos verloren. Gulliver kann schon auf sich aufpassen. Der Sturm ist vorbei. Es geht weiter. Hey, was machst du denn? Sei doch vorsichtig. Pass doch auf, wir fallen runter. Ah, jetzt kannst du dich strecken. Mach die Beine lang, damit wir vorwärts kommen. Der Teufel hole diese ganze Gegend und den blöden Gulliver dazu. Nichts wie Ärger hat man durch den. Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, wo er ist. Wen haben wir denn da? Sein Hundevieh ist wieder da. Dann wollen wir doch mal weitersehen. Shaggy, hier bin ich. Glück muss man haben. Die Familie ist wieder zusammen. Aber was hat denn der Kerl da? Sieht ganz so aus wie eine riesengroße Perle. Grüßt euch, meine Freunde. Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich sehe keinen von euch wieder. Wir sind gekommen, um dich vor dem Hurrikan zu warnen. Aber das ging natürlich schief. Ich habe mich untergestellt, bis er vorbei war. Aber seht mal, was ich hier habe. Ist es nicht wunderschön? Nanu, Prinzessin, was ist denn mit dir los? Du zitterst ja. Kommt in meine Tasche. Da ist es schön warm und trocken. Ich werde mir eine Lungenentzündung holen. Oder die Schwindsucht. Ich weiß es. Jetzt aber zurück nach Lilliput. Ich hätte nie gedacht, dass es so gefährlich ist, ein Straußenei zu suchen. Straußenei, ich werd verrückt, das hat er gesucht und dazu die ganze Aufregung. Ihr glaubt gar nicht, was mir passiert ist. Ich bin in eine Schlucht gestürzt. Ein wilder Eber hat mich fast aufgespießt, aber auf geheimnisvolle Weise wurde ich immer wieder gerettet. Ich glaube, meine gute Fee hat heute Überstunden gemacht. Na, dann guck mal hierher. Ich war deine liebe gute Fee mit Überstunden. Wie hätte ich wissen sollen, dass du nichts weiter suchst als ein albernes Straußenei? Sieh da, es war der liebe Captain Leech. Da war unser Retter wohl mal wieder auf Schatzsuche. Wir sind euch alle sehr verpflichtet. Ohne eure uneigennützige Hilfe hätten wir dieses köstliche Ei sicher nie gefunden. Dir wird das alles noch leid tun. Eines Tages zertrete ich dich wie einen Wurm. Ich verspreche es. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Alles zur Zufriedenheit, Majestät. Oh, fantastisch. Das Beste, was ich je auf der Tafel hatte. Wirklich delikat. Ich, König Pomp, und die Bewohner von Lilliput danken dir, Gulliver. Danke. 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 Willst du nicht doch eine Kleinigkeit mit uns essen? Nein, danke, Prinzessin. Ich weiß nicht, aber der Appetit auf Straußeneier ist mir irgendwie vergangen. Ja, Gulliver, du bist der Größte. Gulliver, erlebe hoch! Schauen wir gern nach Lilliput.